Helmut Zierer, Brucker-Mitbürger, setzte sich als sozial engagierte Persönlichkeit aktiv für eine demokratische und friedvolle Welt ein. Ein Zeugnis gegen Militarismus und Rüstungsindustrie legte er mit seinem Buch Ein Bauernopfer für den Größenwahn des Kaisers ab, das er seinem im Ersten Weltkrieg gefallenen Großvater gewidmet hat. Ich lese daraus jetzt Hommage für meinen toten Großvater Johann Spies. Lieber Opa, du bist nun seit dem 12. Juni 1917 tot. Dein Tod ist zwar nicht allgemein von großer Bedeutung, warst ja nur einer von 10 Millionen Menschen, die während dieser 4 Weltkriegsjahre ihr Leben ließen. Oder wie es oft so zynisch heißt, im Feld geblieben sind, als hätten sie sich für das Feld entschieden, das sie häufig im zivilen Leben fruchtbar bestellt haben, um die Menschen zu ernähren. Es war nun mal der Tod auf dem Schlachtfeld. Opa, ich wusste lange Zeit nicht viel über dich und von dir. Bildlich begleitest du mich aber während meiner ganzen Kindheit und Jugend in Form eines überdimensional großen Fotos, das mit einem massiven schwarzen Rahmen versehen war. Es zeigte dich in typisch strammer Soldatenhaltung mit kriegstüchtiger Ausrüstung. Soweit deine optische Wirkung auf mich. Hingegen ist mir dein Innenleben, deine Gedankenwelt sozusagen, kaum bekannt gemacht worden. Jetzt kommt eine Passage, die man besser selber liest, von einem Heimaturlaub, was da passiert ist. Für mich geht es weiter, stellt sich auch die Frage, wie du, vermutlich als guter Patriot, zu Tode kamst. Denn es kann durchaus sein, dass du von einer englischen Granate getroffen wurdest, in der die Buchstaben K, P, Z eingeprägt waren. Sie stammte nämlich von der mit Kaiser Wilhelm II. Eng verbundenen Vaterländischen Anstalt und Europas größter Waffenschmiede Krupp. Die drei Buchstaben stehen für Krupp, Patent, Zeitzünder. Und der deutsche Rüstungsunternehmer kassierte für jede abgefeuerte Granate vom britischen Waffenkonzern Vickers 60 Mark Lizenzgebühr. Im Klartext bedeutet dies, je mehr die britische Artillerie deutsche Stellungen mit Granaten beschoss, desto höher wurde der Profit der deutschen Vaterländischen Anstalt Krupp. Deutsche Soldaten wollten aus verständlichen Gründen nicht begreifen, wieso sie sich von Granaten aus der Heimat zerfetzen lassen mussten. Verantwortlich für diese abscheuliche Perversion sind die Herren Gustav Krupp von Bohlen und Halbach sowie sein Generaldirektor Geheimrat Alfred Hugenberg, der sich später als Steigbügelhalter Hitlers hervortat. Es ist eine Ironie des Schicksals, wenn in Kriegszeiten Millionen Männer an der Front ihre Gesundheit und vor allem ihr Leben riskieren, aber die Herren an der Spitze der heimischen Rüstungsindustrie gigantische Gewinne machen und wie zum Beispiel bei Friedrich Flick die Basis schufen für Milliardenvermögen der Enkelgenerationen. Als schrecklicher Kontrast zu diesen Tatsachen steht die andere Realität, die deine Frau bzw. meine Großmutter erfuhr, als sie sich beim Bürgermeister nach der Rente für dich, toten Helden und ehemaligen Kleinstlandwirt und Vater von 5 Kindern, erkundigte. Das ist so wenig, dass es sich nicht lohnt, einen Bleistift in die Hand zu nehmen, war sinngemäß nach Erzählung von Verwandten die Antwort hierauf. Deinen Vater, also meinen Urgroßvater, um den du dich auf der Feldpostkarte so besorgt hast, hat dein Tod sehr erschüttert. Der Pfarrer Andreas Stückler sagte bei der Beerdigung meines Urgroßvaters am 8. Januar 1922, dieser Schlag hat den alten Mann so ergriffen, dass er einige Zeit haderte mit dem Schicksal. Dieser harte Schlag zehrte an seinem Lebensmark. Er kränkelte seit dieser Zeit.
Lieber Opa, dein Leben und vor allem dein Tod als Landsturmmann waren die wesentliche Ursache, um mich mit der neueren deutschen Geschichte intensiver zu beschäftigen. Schwerpunkt ist natürlich die Epoche, in der du geopfert worden bist. Wie konnte es zu dieser Entwicklung mit ihren schrecklichen Folgen kommen? Wie war die politische und gesellschaftliche Situation? Wie groß war der Appetit auf Krieg bzw. dessen Umfang und Ausmaß? Nach heutigen Dokumenten und Informationsquellen behaupte ich, dass die Legenden und Lügen über Entstehung, Verlauf und Ende des Ersten Weltkrieges, damals sprach man ja vom Großen Krieg, eine wesentliche Ursache für die Entstehung des Hitler-Systems waren, dass weltweit eine Todesliste zu verantworten hat, die etwa das Fünffache von der umfasst, die vom 9. November 1918 datiert ist. Nun, lieber Opa, es ist mir gelungen, deine Begräbnisstätte ausfindig zu machen. Ich habe mich nämlich beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, dessen Mitglied ich bin, nach dir erkundigt. Und siehe da, du bist kein Unbekannter. Nachdem ich wusste, wann und wo du gestorben bist und auch dein Dienstgrad und deine militärisch-organisatorische Zuordnung auf dem Sterbebild stehen, habe ich erfahren, dass du ursprünglich in einem Einzelgrab in Hoglede bestattet warst. Zwischen 1955 und 1957 wurden viele kleine Gräberanlagen mit deutschen Gefallenen in Belgien aufgelöst und du bist dann nach Langemark, Belgien, in ein Kameradengrab umgebettet worden. Außerdem habe ich erfahren, dass du im Kampf um eine Zuckerfabrik zu Tode kamst und wie ich vermutet habe, dein Sterbeort Vinton nicht in Frankreich liegt, wie es auf dem heimischen Kriegerdenkmal steht, sondern in Belgien. Für mich stellt sich die Frage, ist dieser Fehler aus Unwissenheit der deutschen Kriegsverwaltung passiert? Oder hat man es aus taktisch-psychologischen Gründen getan? Denn es macht zumindest einen moralischen Unterschied, ob man den sogenannten Erbfeind, dem man offiziell den Krieg erklärt hat, bekriegt oder ein kleines, neutrales Land aus strategischen Gründen überfällt. Wir, meine Frau Hildegard und ich, machten uns Ende Mai 2006 mit einer Handvoll Eilsbrunner Heimaterde auf den Weg und besuchten dich im belgischen Langemark. 44.061 Soldaten ruhen in diesem Friedhof, darunter auch viele Namenlose. Es war ein ergreifendes Geburtstagsgeschenk für mich, als wir bei strömendem Regen die Inschrift lasen: Spieß Johann Landsturmmann. Lieber Opa, ich möchte dich nicht grüßen mit dem Pathos der Glorifizierung des Heldentodes, den unsere christlichen Kirchen Jahrhunderte gelehrt und verkündet haben. Erst recht nicht mit zynischen und absurden Sprüchen, die auch noch 26 Jahre später auf Sterbebildern von Gefallenen standen, wie: Bist teurer du gestorben, hast mutig dir mit tapferer Hand den Himmelslohn erworben. Oder: Die Kugel hat mich hart getroffen, den Kriegern steht der Himmel offen. Ich weiß, du hättest liebend gerne mit deinen zwei Kühen deine Felder bestellt und wegen des notwendigen Zubrots für deine siebenköpfige Familie im staatlichen Wald gearbeitet. Deshalb ruhe sanft in Frieden. Dein ältester Enkel, Helmut Zierer, Fürstenfeldbruck, im Juni 2006. Den Deutschen fehlte eine demokratische Tradition. Die unmittelbare Nachkriegszeit machte deutlich, dass in Deutschland kein Hauch von demokratischer Basis vorhanden war. Der erste hoffnungsvolle Versuch war 1848-49,
als es um Einheit und Freiheit ging. Selbst der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Machte dem Volk Hoffnung, indem er verkündete, Preußen geht in Deutschland auf. Zwischen 40 und 75% der Wahlberechtigten beteiligten sich an der Wahl der etwa 600 Abgeordneten, die sich am 18. Mai 1848 zu ihrer ersten Sitzung in der Frankfurter Paulskirche trafen. Der Historiker Golomann behauptete, nie gab es auf Erden ein gebildeteres Parlament. Über 100 Professoren, über 200 gelehrte Juristen, dann Schriftsteller, Geistliche, Ärzte, Fabrikanten, Bankiers, Gutsbesitzer und so weiter, Greise aus der Napoleonzeit, aber auch junge Leute, die das 20. Jahrhundert sehen werden. Auch der Turnvater Jahn war dabei, der behauptete, die Deutschen seien ein auserwähltes Volk und von dem Hitler behauptete, er wäre der erste Nationalsozialist. Dieses Parlament soll ein Kind der Revolution gewesen sein? Aber während die Abgeordneten in der Paulskirche die Zukunft gestalteten und eine Verfassung verabschiedeten, organisierte sich das Militär, um das aus seiner Sicht demokratische Abenteuer zu beenden. Am 23. Juli 1849 wurde die Festung Rastatt nach dreiwöchiger Belagerung durch preußische Truppen eingenommen. Es war ein Kampf zwischen David, Freiheitskämpfer, und Goliath, der mit der Bestattung einer demokratischen Bewegung endete. Mehr als 80.000 Badener verließen daraufhin ihre Heimat, aus politischer Hoffnungslosigkeit, aber auch, um ihr Leben zu retten. Viele von ihnen erlebten im Ausland berufliche, aber als Demokraten auch politische Erfolge. Fazit nach 4 Jahren Krieg, die den Versailler Vertrag verursachten. Der Krieg begann mit dem Bruch des internationalen Kriegsrechts, in dem das Deutsche Reich das neutrale Belgien und Luxemburg überfiel. Der Einsatz von Flammenwerfern und Giftgas als chemische Waffen war nach der Haager Landkriegsordnung von 1907 verboten. Dies unterschrieb auch Deutschland. Dennoch wurden beide Waffen erstmals von den Deutschen verwendet. Die Flammenwerfer 1914 während der Kämpfe in den Argonnen. Verstärkt erfolgte der Einsatz am 26. Februar 1916 bei Verdun. Das Ergebnis waren über 700.000 Tote und mehr als 300.000 Verwundete. Wer dort 50 Jahre später die Friedhöfe besucht, kommt schockiert zurück. Die Funktion dieser qualvollen Waffe war vor allem für den Stellungskrieg von Nutzen. Die Zielsetzung lautete, der Gegner sollte durch die Angst vor dem Feuer demoralisiert, in Panik versetzt, aus den Stellungen getrieben und durch die Flammen verbrannt werden. Die Giftgaswaffe ist ebenfalls eine deutsche Errungenschaft. Sie wurde bei IG Farben produziert. Ihr erster Einsatz am 22. April 1915 im belgischen Langemark. Die Wirkung dieser Waffe ist vergleichbar mit der vorhergehenden. Der Erfindergeist der Alliierten ließ nicht lange auf sich warten und deren Skrupel, mit gleichen Mitteln zu kämpfen, verschwanden aus verständlichen Gründen. Nun wurden auch deutsche Soldaten Opfer der verheerend wirkenden Kampfmittel. Der Krieg wurde von Anfang bis Ende ausschließlich in Feindesländern geführt. Deutsche Patrioten und Militaristen sind heute noch stolz, dass kein feindliches Militär deutschen Boden betrat. Für die von den Deutschen angegriffenen Länder heißt das aber auch mehr als 4 Jahre Zerstörung von Wohnraum, Wirtschaftsgebäuden, Fabriken, sakralen Bauten und Kulturdenkmälern. Bombenabwürfe trafen Lüttich, Antwerpen und die britische Insel einschließlich London. Die Anzahl der Toten sowie physisch und psychisch Verwundeten ist bei den Kriegsgegnern um ein Vielfaches höher als bei den Deutschen. Das heißt, die Sozialleistungen für die Hinterbliebenen, aber auch die Versorgung der Invaliden
waren beträchtlich. Die durch Kriegshandlungen geschädigten und teilweise vergifteten Anbauflächen, ging um Giftgas und Flammenwerfer, waren über lange Zeit nicht mehr nutzbar. Ein nicht unwesentliches Argument und Orientierung für den Versailler Vertrag war der Friede von Brest-Litowsk. Dieses Friedensdiktat vom 3. März 1918 gegenüber Russland, verursacht durch das deutsche Militär, hat der Welt die grenzenlose Gier der deutschen Machthaber bewiesen. Deren Umfang ist an anderer Stelle dokumentiert. Zigtausende Zwangsarbeiter, vor allem aus dem besetzten Belgien, mussten die in Deutschland fehlenden Arbeitskräfte ersetzen. Das Fundament für eine gelungene Erinnerungskultur ist immer das Interesse an Geschichte. Dazu braucht es zum einen das Interesse von Seiten der Wissenschaft, sich mit historischen Themen auseinanderzusetzen. Mögen sie noch so unkonventionell und auch scheinbar unscheinbar sein. Und auf der anderen Seite braucht es dann aber auch das Interesse seitens der Öffentlichkeit, sich mit diesen Forschungsergebnissen auseinanderzusetzen. Das sind fundamentale Prinzipien der Erinnerungskultur im Speziellen, aber auch der Wissenskultur im Allgemeinen. Doch diese Prinzipien sind mehr und mehr von Menschen in Frage gestellt, die wissenschaftliche Tatsachen nicht anerkennen wollen. Beispielsweise Mediziner müssen sich mit Impfgegnern herumschlagen, Klimaforscher mit Leugnern des Klimawandels und Geschichtswissenschaftler, die sich insbesondere mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, mit sogenannten Revisionisten und Holocaustleugnern. Das zeigt, es gibt viele verschiedene Kräfte, die an dieser Erinnerungskultur sich zu schaffen machen, darüber hinaus aber eben auch unsere Wissenskultur angreifen. Und das beste Gegenmittel ist, dass sich in dem Fall Geschichtswissenschaftler und Geschichtsinteressierte im weitesten Sinne einfach daran machen und ihre Erinnerungskultur voller Selbstbewusstsein leben, um eben dadurch solchen Angriffen entgegenzuwirken. Ich habe in meiner Studie herausgefunden, dass die Polizeischule Fürstenfeldbruck ein zentraler Täterort des Dritten Reichs und zugleich ein bedeutender Knotenpunkt im Koordinatensystem des Holocaust war. Die Institution stieg dann während des Zweiten Weltkriegs sogar zur bedeutendsten Polizeischule von ganz Deutschland auf. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Erschreckend viele Schüler, aber auch sogar Lehrer und auch Schulleiter waren während des Zweiten Weltkriegs an zahlreichen Gräueltaten an Juden und anderen Opfern beteiligt. Die Taten reichen von Massenerschießungen über Sexualverbrechen an Kindern bis hin zur Vernichtung ganzer Dörfer. Und wenn man sich gerade auch anschaut, wie sie in Osteuropa tausende wehrloser Menschen in Massakern umgebracht haben oder in die Vernichtungslager deportiert haben, dann kann man sagen, die Polizeischule Fürstenfeldbruck hat sie tatsächlich für den Holocaust trainiert. Das ist gewiss keine leicht zu verdauende Nachricht. Umso schöner ist es aber zu sehen, wie offen und toll Fürstenfeldbruck da wirklich mit dem Thema umgeht.
Wenn heute jemand mit dem Finger auf den oder den zeigt von damals, dann macht er einen Fehler. Denn wir wissen, sie haben eigentlich alle so gemacht. Und sie haben nicht gesagt, so hoch liegt der Schnee, sondern Adolf, führ uns. Dass wir jemand im Bundestag haben, an führender Stelle, der dann sagt, das ist doch Fliegenschiss. Das ist eine der schlimmsten Entgleisungen, die mir überhaupt untergekommen sind. Die haben sich nicht mit der Demokratie auseinandergesetzt. Das hätte es beim Hitler nicht gegeben. Das ist ein ganz wichtiger Satz so etwas. Das ist nicht unsere Basis zum Beispiel, die lautet gegens Vergessen, kann ich da sagen. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Aber die nicht. Wir brauchen den da. Ja, das ist ganz was Typisches. Das hätte es beim Hitler nicht gegeben. So, wir müssen selber aktiv sein. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewacht, das ist eine ganz kleine Landwirtschaft, wir sind in der Oberpfalz übrigens, ja. Da waren ungefähr 12 Tagwerk und mein Opa, der ist dann in der letzten Phase des Krieges, ist er halt eingerückt, wie man sagt, ja. Und er ist nicht mehr wiedergekommen und es hat natürlich auch ganz große Probleme gegeben, vor allem ganz große Armutsprobleme im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Oma hat aus diesem Krieg nichts bekommen, keine Rente. Aber wenn man dann überlegt, der Wilhelm II. Ist abgedisst mit zig Millionen nach Holland. Ja. Das ist eigentlich, was mich sehr bedrückt hat, diese Ungerechtigkeit. Ja, mit 5 kleinen Kindern keinen Cent bzw. keine Mark bekommen hat. Es ist der tiefgreifende Wandel des kaiserlichen Deutschlands von der Kulturnation, das war ja mal als und Kulturnation mit Weltruhm, zur militärischen Macht, die die Welt erschütterte. Ja, und damit meine ich jetzt den Ersten Weltkrieg und auch den Zweiten. Weil der Erste Weltkrieg ist ja nicht aufbearbeitet worden. Aber das haben die Deutschen offenbar nicht gekannt. Ja, nachdenken, weil hier einfach keine demokratische Tradition vorhanden war in Deutschland, der die Geschichte analysiert. Das gab es nicht. Es gab doch Demokraten. Es gab Menschen, die waren dagegen, die hatten andere Vorstellungen. Ja, aber die waren zu wenig. Die waren zu wenig, das ist eigentlich ganz klar. Es gab Idealisten, das waren wirklich Idealisten und sind dann verfolgt worden, die Demokraten. Das muss man auch wissen. Sowohl im Ersten als auch vor allem im Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist nicht aufgearbeitet. Ich glaube, dass das stimmt. Wie nötig der Widerstand ist und wie nötig das Wissen ist, die Bildung, was ist dort geschehen. Ja? Darum nicht Aufarbeitung. Das gehört zu unserem Thema. Und der Zweite ist auch wieder nicht aufbearbeitet. So ist es. Ja. Ja. Das ist wirklich eine typische deutsche Eigenschaft. Ja? Dieses undemokratische Verhalten, dass die nicht aus diesen Katastrophen gelernt haben. Das ist für mich jetzt der Vorwurf. Wenn ich höre, dass wir für eine Erinnerungskultur sowohl eine Entwicklung von unten brauchen, als auch das entsprechende wissenschaftliche Fundament, denke ich, das muss ich ergänzen. Mhm. Wenn wir in der Schule, sage ich jetzt, wenn wir erstmal Demokraten erziehen würden und wollen und würden, das war jetzt ein freudscher Versprecher, weil ich einfach das bemängle, dass in unseren Schulen wirklich die Demokratieerziehung noch zu kurz kommt. Wir brauchen ein Fach, in dem wir das jede Woche, möglichst jeden Tag lernen. Es gibt viele engagierte Pädagogen, die sagen, ich mache das auch außerhalb des Lehrplans. Ja, das ist okay, aber es ist noch zu wenig Platz dafür. Es ist in allen Schularten bei uns in Bayern, 8. oder 9. Klasse, je nachdem, durchaus vorgesehen. Es sind auch diese Fahrten zu irgendeinem Konzentrationslager, zu einer Gedenkstätte eben auch sehr empfohlen oder eigentlich sogar fast vorgeschrieben. Aber trotzdem will ich sagen, es ist einfach aus meiner Sicht noch viel zu wenig, was da an den Schulen passiert. Weil wenn nicht an den Schulen, wo sonst?
Wir haben in Deutschland schon eine gute Erinnerungskultur, also mit vielen, ich sag mal, vielen Aufbereitungen von Sendungen, diese Konzentrationslager, diese auch diese Denkmäler, wo man sich dann auch trifft, jetzt dann am, wenn der Zug durchgegangen ist. Ich denke, da haben wir schon insgesamt etwas Gutes auf die Beine gestellt, was uns auch die nächsten Jahre für die nächsten Generationen begleiten kann. Es gab eine Grundhaltung, eine konservative Grundhaltung in Teilen der Bevölkerung, aber es gab eben ja auch, es gab ja auch die anderen. Und plötzlich ist eine komplette Gesellschaft umgeschwenkt. Und diese Mechanismen zu erkennen, bedeutet nämlich dann auch, etwas mitzunehmen für die Zukunft, eben, dass das eben nicht ein einmaliges Ereignis gewesen ist, was uns nie wieder passieren kann, sondern dass diese Mechanismen nämlich auch in der heutigen Zeit funktionieren. Das rechte Gedankengut, was wir teilweise auch schon wieder in der Gesellschaft haben, es ist ja nicht weg. Es war immer unter der Decke und kommt ja teilweise jetzt auch wieder hoch. Und der Ausdruck dessen ist es, dass wir eine AfD im Bundestag zum Beispiel sitzen haben. Das Menschenbild muss ja gewesen sein, wir, die Deutschen, ganz oben ab, und alle anderen sind, wie ich schon als Kind gehört habe, ja, Untermenschen. Also das Wort Untermenschen, nicht, das kam ja, also ich bin ja noch Hitlermädchen gewesen und habe dann schon ganz früh gehört, aha, die Polen gehören zu den Untermenschen. Wie das möglich ist, ein Menschenbild aufzubauen und so stark zu machen, dass alle das dann glauben, das ist für mich trotzdem heute nicht nachvollziehbar. Das ist ja hier, Kopfwäsche, Gehirnwäsche gewesen. Jetzt geht man mal in die Curricula heute rein, in der Schule, und dann liest man, was Adolf wollte und seine Mitstreiter, die fast 100% Deutschen, eine gewalttätige, herrische, unerschrockene und grausame Jugend will ich haben. Ich will sie in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Wir hatten ja vor kurzem die Diskussion im Stadtrat über die Straßennamen. Und ganz ehrlich, das hat mich geschockt, weil ich gedacht habe, wir sind als Gesellschaft schon viel, viel weiter. Nein, sind wir nicht. Wenn wir tatsächlich noch darüber diskutieren müssen, dass wir sozusagen Namen, die mit dem NS-System verbunden sind, dass wir dann noch diskutieren müssen, ob sie hängen bleiben oder nicht. Das ist eine Peinlichkeit, die schreit zum Himmel. Das ist für mich sowas ja. Für mich unverständlich. Und wenn sie dann auch wenn man auch gehört hat, mit welchen Argumenten im Stadtrat da diskutiert worden ist, also für mich eine Katastrophe, eine gesellschaftliche Katastrophe auch, was das Image von Fürstenfeldbruck betrifft. Ein bisschen ist ja unsere Diskussionsrunde auch da, um Mut zu machen, dass es nicht nur diese schlimmen Traditionen gibt, sondern was alles entsteht, sind neue Initiativen, neue Traditionen. Und da müssen wir mithelfen, mitkämpfen. Ich erinnere aber auch gerne an den Tag der Verfassung, den wir heute feiern können eigentlich, das möchte ich genauso sagen. Für mich ist das eine würdige Feiermöglichkeit. Und an Johannes Rau, der nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten in der Bundesversammlung, seine Ansprache in der Bundesversammlung gesagt hat, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er betonte die Würde des Menschen, nicht nur die Würde des Deutschen. Für mich ist das ein wichtiges Thema, immer noch. Es geht um die Aktion Bäume für Menschenrechte, die in Nürnberg vor 10 Jahren aktiv wurde. Im Stadtgebiet von Nürnberg wurden inzwischen 80 Bäume gepflanzt. Bäume für Menschenrechte von ganz unterschiedlichen Personen und Initiativen. Schulen, Parteien, Kirchengemeinden, Kulturvereine, städtische Einrichtungen, Flüchtlingsinitiativen und andere haben diese Bäume gepflanzt und dann auf die Verabschiedung der Menschenrechtscharta Bezug genommen, 1948. Dafür gab es ja guten Grund, diese Charta zu verabschieden. Und an jeden der Bäume gibt es jetzt
einen Artikel aus dieser Charta. Diese Aktion Bäume für Menschenrechte ist auch angekommen in München, in einer Welthaus. Sie wird durchgesetzt in Aschaffenburg und vielleicht könnte das auch für die Stadt Fürstenfeldbruck Anlass sein, darüber nicht nur nachzudenken, sondern auch zu agieren. Wir haben die Flüchtlingssituation in unserer Stadt. Sie wird verantwortet vom Landkreis und dann von der Regierung von Oberbayern. Und da gibt es einiges an Kritik und einiges zu erklären in der Weise, dass nach meinem subjektiven Verständnis die Menschenwürde der Flüchtlinge in unserer Stadt nicht immer geachtet wird. Und ich muss gar nicht irgendwo anders hingehen, sondern ich sollte, da spreche ich mich auch persönlich an, mich dafür einsetzen, dass erst einmal die Menschenwürde der Menschen geachtet wird, die meine Nachbarn sind. Wie können wir die Bevölkerung einbinden in eine Art Erinnerungskultur oder auch in was Positives, was in Richtung Menschenrechte geht? Wie können wir die Jugend damit einbinden? Und das fände ich, also zum Beispiel die Aktion mit den Menschenrechten, die hatten wir ja schon öfters besprochen. Und ich finde das also wunderbar, wenn wir das auch zusammen mit den Schulen zum Beispiel machen würden. Geschichte ist einer der wichtigsten Teile unserer kollektiven kulturellen Identität und die muss gepflegt werden. Und wenn wir es schaffen, diese neue Tradition mehr zum Leben zu bringen, wären wir alle, glaube ich, sehr froh und glücklich und die kommenden Generationen hätten vielleicht mehr Chancen, nicht mehr verführt zu werden und nicht mehr in Kriege ziehen zu müssen, wenn wir das schaffen.